mit dem neuen Superb bläst Škoda zum Angriff auf die Premium-Klasse. Dass die Tschechen mit ihrem neuen Flaggschiff Großes vorhaben, wird bereits von außen deutlich. Mit der aus dem Konzeptfahrzeug Vision C entlehnten Formsprache weckte Superb nun auch die von Škoda-Fans lange vermissten Emotionen. Das eigentliche Prunkstück des neuen Superbs ist aber der Innenraum. Während das schön verarbeitete Cockpit mit zahlreichen technischen Assistenten aus der Oberklasse aufwartet, lädt der geräumigste Fond der Mittelklasse zum gemütlichen Relaxen ein. Škoda-typisch befinden sich auch wieder viele Gadgets an Bord, wie die in den Vordertüren verbauten Regenschirme oder der Getränkehalter, mit dem sich Flaschen mit einer Hand öffnen lassen. Ohne Handarbeit lässt sich auch der Kofferraum bedienen, unter dessen riesiger Heckklappe über 600 Liter Gepäck Platz finden. Angetrieben wird der neue Superb von zwei Diesel- und drei Benzinmotoren mit einem Leistungsspektrum von 150 bis 280 PS. Und dank des adaptiven Fahrwerks sowie bis zu 5 Fahrmodi ist das tschechische Flaggschiff für fast jede Situation gewappnet. Obwohl der Superb für Škoda eine ganz neue Ära einläuten soll, bleiben sich die Tschechen zumindest in der Preispolitik treu. Denn ihr neues Flaggschiff ist ab Juni bereits für 34.700 Franken erhältlich. Da sollte sich die Konkurrenz auch im Sommer warm anziehen.